Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit einem etwas besonderen Review, denn ich präsentiere euch hier das Transformers Prime Entertainment Paket. Es ist ein 2-Pack mit Megatron und Optimus Prime sowie drei menschlichen Charakteren, hier allerdings in einer etwas abgewandelten Version. Das heißt, diese First Edition Figuren sind nicht so groß wie die regulären First Edition Figuren, sondern etwas kleiner. Man könnte fast sagen in Richtung Deluxe Class von der Größe her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Figuren gefallen mir doch verdammt gut. Aber dazu gleich mehr. Was wir hier haben, wie gesagt, ist einmal Optimus Prime, Megatron, dann Miko Nakadai, Jack Darby und Rev Esquivel. Ja, das ist schon ein ziemlich cooler Set und geliefert wird es dann noch hier oben mit einer DVD mit quasi der ersten richtigen Folge von Transformers Prime, die quasi damals als Pilotfolge erhältlich war. Ja. Bevor ich aber euch natürlich wieder mit den Figuren einiges zeigen werde, zeige ich euch einfach mal die Packung. Die Packung ist sehr interessant. Einmal haben wir unten in einem Blau Metallic richtig schön die Namen der Charaktere und hier ein schönes VS-Zeichen. Dann haben wir hier das große Logo von Hasbro mit Optimus Prime und dem Autobot. Das Prime Show Logo und Megatron, auch hier mit dem Decepticon Logo. Hier oben Series Premiere Episode on DVD. Also mit dabei, richtig schön. Hier hinten sehen wir auch im Hintergrund mit einer schönen Packung. Auch sehr cool. Ja, das typische 2-in-1 Robot-to-Vehicle. Obendrauf haben wir einmal das First Edition in Silber. Richtig geil. Autobot-Symbol und hier auch das Decepticon-Symbol. Ziemlich cool. Auf der Seite haben wir hier auch nochmal Autobot First Decepticon. Ziemlich geil auf jeden Fall. Und dann haben wir noch ein, auf der Rückseite großes Bild von Megatron und von Optimus Prime jeweils im Vehicle Mode, von den Charakteren der Show und hier einmal ganz groß von Optimus Prime und von Megatron. Ja, was ich ziemlich lustig finde, hier ist einmal ein Sticker ganz groß drauf, der auch auf der DVD drauf ist, wo eigentlich ganz groß unten drunter dieser Cartoon Network Hub eigentlich draufsteht, der aber abgeklebt ist. Und auf der anderen Seite haben wir hier schön mit dem Decepticon-Logo Starscream, Autobot-Symbol, Bumblebee und RC. Das heißt, die Verpackung ist richtig geil gemacht, gefällt mir richtig gut. Und unten haben wir dann nochmal diese Live-Action-Roleplay-Sachen. Ja, noch eine Sache dazu. Man sieht es hier im Hintergrund. Die Verpackung hat ein Diorama quasi, wo man die Figuren schön platzieren kann von der Wüste von Nevada. Ziemlich cool. Das ist bei den First Edition Figuren überall der Fall, was ich echt cool finde. Schade, dass Hasbro das hier nicht bei den normalen Figuren gebracht hat. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal über zu den regulären Inhalten dieser Verpackung. Ein bisschen näher mal rangehen. Wir haben einmal die Packungsanleitung oder die Bastelanleitung, Umbauanleitung, wie auch immer, von Optimus Prime. Hier einmal Vorderseite, Rückseite, jeweils Vor- und Rückverwandlung. Um es nochmal zum Aufklappen. Einmal vom Truck zum Robot und dann einmal vom Robot zum Truck. Ja, und dann noch einmal von Megatron dasselbe. Muss ich es nicht aufklappen. Ja, und hier sind sie umgekippt. Dann einmal noch mit den richtig schönen Figuren, die mit dabei sind. Wir haben einmal hier den Charakter, wie gesagt, von Rev Esquivel. Ziemlich cool gemalt, wie sie auch in der Serie vorkommt. Das Gesicht ist ein wenig bleich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Farbe kommt nicht ganz so gut rüber. Vor allem die Hände sind gemalt, extrem bleich. Und das Gesicht ist aus unbemaltem Plastik. Ziemlich hell allerdings. Ja, und ansonsten ziemlich nett gemacht. Die Details auf jeden Fall. Gefällt mir. Vor allem die Füße sind auch mal bemalt. Ist also nicht, wie man es kennt, dass alles eine dieselbe Farbe ist unten auf dem Base. Liegt daran, weil das Base wirklich steckbar ist. Und wir haben hier unten drunter ein großes R für Rev.
Dann haben wir noch einmal hier den Jack Darby. Auch sehr interessant gemacht. Natürlich auch hier wieder die Hände gemalt und das Gesicht normal. Die Köpfe sind übrigens drehbar, was ich sehr cool finde. Aber das ist auch das Einzige, was wirklich drehbar ist an dieser Figur. Die Arme und Beine sind ziemlich steif, man kann sie nicht bewegen. Hier unten sind auch ein paar kleine Details in der Base drin. Das finde ich auch sehr nett. Und hier unten haben wir ein großes J für Jack. Dann haben wir hier noch Miko. Finde ich einer der hübschesten Charaktere von allem, weil die meiste Bemalung drauf hat und ziemlich cool aussieht mit ihren Schuhen. Selbst hier die Schnürsenkel sind bemalt. Die Strumpfhose, hier noch ihr ganzes Equipment, Handygerät, MP3-Player etc. Der Gürtel, also schon sehr schön gemacht. Man sieht auch hier der Zopf und alles. Ziemlich cool. Hier kann man auch den Kopf leicht drehen, sollte man allerdings nicht zu sehr überstrapazieren, denn bei ihr ist der Kopf aus Gummi und man könnte es kaputt brechen, sollte man sehr aufpassen. Das waren die menschlichen Charaktere. Dann wird das Set noch geliefert mit Optimus Prime in einer sehr, ihr seht selbst, sehr kleinen Variante. Hier oben sieht alles sehr bullig, sehr gepanzert aus, finde ich richtig geil. Was mir nicht gefällt, ist, dass das Teil ein bisschen zu kurz ist. Normalerweise müsste der mindestens bis hier sein, von der Länge. Ansonsten aber ziemlich geil. Auch die Details, man sieht hier oben die silbernen Verzierungen, die auf der normalen Version von Optimus Prime nicht sind. Hier oben richtig schönes Autobot-Symbol. Auch die Scheinwerfer sind mit Silber und mit Gelb bemalt, auch sehr schön gemacht. Die Felgen sind bemalt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Optimus Prime in der normalen Version zeige, seht ihr selbst, nicht bemalt, was ich sehr schade finde. Und was ich cool finde, hier ist der Blaster mit dabei, auch richtig mit Details bemalt. Drei verschiedene Farben, also grau regulär als Guss, dann mit blau noch drin und mit dunkel Silber. Ihr könnt ihn mit zwei verschiedenen Varianten quasi in die Hand nehmen. Einmal als normale Pistole, dann nehmt ihr diesen Griff. Oder so hier hinten die Hand quasi verstecken. Dann sieht es aus wie die zur Waffe mutierten Hand. Ja, und dann könnt ihr hinten die Waffe, wie gesagt, reinstecken. Ihr könnt einmal den normalen Holster nehmen. Dann sieht es so aus. Könnt ihr es auch so rumdrehen, wie ihr wollt. So. Oder, wie ich es mache, finde ich eigentlich sogar noch besser. Ihr steckt hier hinten den Blaster hinein und nimmt den hinteren Griff. Dann wirkt es wie ein Motorblock und es ist auf jeden Fall besser versteckt und es passt besser ineinander. Gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser. Ja, und dann haben wir natürlich noch Megatron. Kleiner als die Voyager-Version, aber auch nur geringfügig. Knapp um ein Drittel kleiner. Und ansonsten deutlich mehr Details, muss ich zugeben, als die Voyager-Figur. Und die Waffe hat nicht dieses nervige Gimmick mit dem Licht und mit dieser Klinge, die nach vorne schwappt. Und ansonsten unten drunter, wir sehen auch hier sehr viele Details, wirklich richtig geil ausgearbeitet. Auf jeden Fall sehr nice. Gefällt mir auch hier verschiedene Silbertöne. Ja, und wir sehen hier ganz groß natürlich den Kopf von Megatron. Ja, wie gesagt, der Blaster wird in lila geliefert. Was ich an dem ziemlich interessant finde, ist, er besteht aus mehreren Komponenten. Wir haben einmal hier dieses normale Lila, so einen ganz leichten Metallic-Look, vorne eine durchsichtige Linse und hier oben ein Teil, was silber bemalt wurde und hier hinten, so lila Metallic. Dadurch wirkt es natürlich in dem Moment einfach deutlich besser. Und ansonsten, was soll ich groß sagen, die Figur kann die Waffe abnehmen. Wir kommen jetzt einfach mal direkt zur Transformation, die ein wenig komplizierter ist, muss ich ganz ehrlich sagen, als die Voyager-Version. Die menschlichen Charaktere packe ich mal nach hinten. So, wie gesagt, Waffe abnehmen. Die Waffe wird hier hinten mit einem kleinen Pack quasi direkt hier hinten auf dem Rücken befestigt. Und ihr habt die Möglichkeit, hier noch einen Pistolengriff rauszuklappen und sie jeder anderen Figur in die Hand zu geben. Oder auch Megatron selbst, das ist dann euch überlassen. Ich klappe es aber lieber wieder ein, weil ich es so besser finde, originalgetreu. So, die Figur, wie gesagt, selbst ist hier in so einem metallig-silbernen Look, auch mit silbernen Details. Und lässt sich, wie gesagt, etwas schwerer verwandeln als die Voyager-Version. Dazu aber jetzt gleich mehr. Die Verwandlung, ganz einfach. Wir klappen einmal hier in den Flügeln erst einmal die Seiten rein.
bitte aufpassen, dass ihr das tut, während die Flügel noch an dem Flieger selbst dran sind, denn hier hinten ist es leicht angeschrägt und wenn ihr das nicht in dieser Position macht, dann blockiert es hier, ihr seht selbst, es geht dann gerade so ineinander über. So, anschließend, hier hinten die Füße werden quasi hinten hintergeklappt. Sie rasten nirgendwo ein, aber sie machen den Fuß stabiler. Dreht ihr einmal so nach oben. Hier ebenso. Anschließend, jetzt kommt das Komplizierte. Löst ihr einmal hier dieses Teil. Einmal hier oben aus diesem Pack raus. Das ist Nummer 1. Dann haben wir hier noch ein Pack. Den lösen wir einmal hier raus. So. Anschließend haben wir hier noch einen kleinen Pack. Das heißt, 3 Packs, immer aufpassen und dann könnt ihr das Bein lösen. Das gleiche einmal hier lösen. Einmal unten schweppen und zur Seite weg. So. Anschließend könnt ihr auch theoretisch schon den Fuß verwandeln. Ihr klappt das einmal so rum. Dreht das Bein so rum. Und klappt es so ineinander über. Das gleiche nochmal hier. Dreht es nach unten. Klappt so und klappt das Bein so zusammen. Anschließend drückt er hier den ganzen Torso einmal nach unten. So. Lasst ihn quasi einmal hier unten einrasten. Bis es knackt. So. Die Beine dreht ihr nach vorne. Ja, falsch. Rum. So, anschließend drückt ihr hier den langen Zeh nach hinten und die 2 anderen nach vorne. Das gleiche auch hier, den nach hinten, den nach vorne. So. Anschließend dreht ihr hier unten die Arme nach unten. So. Löst die Arme voneinander. Dreht sie nach unten. So, anschließend, und das ist ein wenig komplizierter, weil diese Flügel hier oben, diese Rückenplatten, fallen meistens ab. Das werden wir bestimmt auch gleich wieder sehen. Dazu aber jetzt dann gleich mehr. So, anschließend löst ihr hier den Kopf von dieser Platte einmal ab, so nach unten. Dreht, bevor ihr hier den Brustkorb zusammenklappt, erstmal alles nach unten. Ist dann leichter mit der Verwandlung. Dreht das Ganze einmal so herum. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick. Ich habe jetzt schon viele gesehen, die diese Figur verwandelt haben in ihren Videos und die dann sich beschwert haben, dass es hier hinten so, ja, an und locker ist und nirgendwo einrastet. Das ist faktisch falsch. Ihr könnt diese Figur natürlich einrasten lassen mit den, mit den Schultern. Und ich zeige euch jetzt wie. So, zum ersten, ganz wichtig, dieses Rückenmodul erst einmal nach hinten klappen. Und vorsichtig sein, dass ihr es nicht ablöst. So, klappt ihr jetzt so nach hinten. Hier hinten ist so ein kleines Scharnier. Sieht es quasi so von oben aus. Dann dreht ihr einmal erstmal das Ganze nach hinten. Anschließend bringt ihr hier diese Schultern ungefähr in eine Position. Anschließend, bevor ihr die einrastet, dreht ihr jetzt erstmal den Brustkorb nach oben. Lasst ihn einrasten. So. Ganz simpel. Ich muss mal gerade auf was gucken. Ja, genau. So. Anschließend, wenn ihr das jetzt so zusammen habt, seht ihr dadurch, dass hier das Decepticon-Logo genau dazwischen ist, dann dreht ihr hier einmal das Ganze rum. Dreht jetzt die Arme nach unten. Achtet, wie gesagt, darauf, dass diese Stifte gerade sind. Die werden jetzt hier reingesteckt. Und ihr seht selbst, es greift hier wirklich perfekt ineinander über. Dreht es rein. So. Drückt es von hier oben. Wichtig ist nicht von unten, sondern von oben. Einmal drückt es hier rein. So. Und hier diese kleinen Pins, die hier überstehen, drückt ihr dahinter und rein. In den Brustkorb. Das ist nämlich der Fehler, den viele machen. So. Das quasi so ineinander rastet. Anschließend dreht ihr hier das Ganze nach unten.
Jetzt muss ich gerade mal gucken. Blockiert hier gerade was? Genau, so. Und dreht das Ganze jetzt einmal nach um. So, dass es quasi so zeigt. Jetzt habt ihr quasi Megatron fertig verwandelt. Und das hier, dieses ganze Rückenmodul, hält. Es geht nicht raus. Ist wirklich echt Bombe. Ja, und so haben wir jetzt Megatron fertig verwandelt. Megatron könnt ihr jetzt natürlich die Waffe noch hier an der Seite am Arm befestigen. Drückt jetzt einmal hier so rein. So, jetzt hat Megatron natürlich auch seine Waffe. Und jetzt haben wir hier was ziemlich Cooles. Hier innen drinnen ist wie so ein kleines Gelenk. Wenn ihr es jetzt nach oben dreht, verschwindet es und es zeigt wirklich wie so eine Art Pneumatik, was ich ziemlich cool finde. Macht auf jeden Fall deutlich was von den Details her. Ja, und jetzt haben wir, wie gesagt, Megatron fertig. Megatron ist ziemlich cool in dieser Variante, auch wenn er kleiner ist als die normale Variante. Ja, die Verwandlung war ziemlich simpel eigentlich, wenn man es das erste Mal gemacht hat. Ansonsten relativ schwer. Die Figur hat von der Beweglichkeit her einige kleine Mankos. Die möchte ich euch gleich zeigen. Ich habe gerade gesehen, ich habe sowieso hier eben gerade einen Fehler gemacht. Diese Rückenmodule müsst ihr noch nach innen packen. Das heißt, ich hatte sie eben gerade so nach außen. Dreht ihr sie einfach nach innen rein und drückt sie fest. So, und schon ist der Rücken richtig stabil zusammen. So, war mein Fehler. So, die Arme sind gut beweglich. Die Hände unten könnt ihr einfach nur drehen. Nicht viel, ein bisschen. Die Arme könnt ihr einmal so nach unten anwinkeln. Oder wenn ihr wollt, natürlich mit den normalen, regulären Ellenbogengelenken. Ihr könnt einmal den Arm komplett, oder besser gesagt die Schulter komplett drehen. Die sind hier oben auf einem Balljoint. Sehr schön beweglich. Das ist, wie gesagt, die eine Möglichkeit. Dann habt ihr hier den Kopf, könnt ihr hier einmal zur Seite drehen. Bisschen nach unten und ein bisschen nach oben wippen, nicht wirklich viel. Das Gesicht ist ziemlich geil detailliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seht richtig die Zähne. Sind wirklich, also die Zähne sind im Detail ausgearbeitet, sie sind nicht aufgemalt. Das finde ich richtig geil. Hat Megatron hier noch diese Lightpipe-Funktion. Ich weiß nicht, ob ich sie euch gerade präsentieren kann. Ja, so, ihr seht selbst, die Augen leuchten. Und ja, ansonsten, ach, Lampe bleibt stehen. So, ansonsten haben wir hier, wie gesagt, noch die Waffe. Finde ich sehr gut angepasst an seinen Arm. Ihr könnt Megatron natürlich auch so die Waffe halten lassen. Die Gelenke sind ziemlich gut ausgearbeitet. Die Hüfte hat kein Gelenk, leider. Ansonsten könnt ihr das Bein ganz normal anwinkeln und auch drehen, je nachdem. Die Zehen könnt ihr nach unten winkeln und ein bisschen nach oben, das war's. So, und von Details her, wie gesagt, ist die Figur auch sehr nett. Hier an der Seite sehen wir viele Triebwerke und wie auch immer, das finde ich auch sehr schön gemacht. Von hinten ist das Backpack wirklich sehr gut verstaut. Gefällt mir auf jeden Fall. Auch hier hinten, dass die Beine in diesem, ja, man mag es fast glauben, wie so ein Pistolengriff wirkt. Sehr gut auf jeden Fall ausgearbeitet, auch mit diesem lila Metallic. Einfach wunderschön die Figur. Stelle ich es einfach mal zur Seite. So, und jetzt kommen wir zu Optimus Prime. Optimus Prime, nehmen wir einmal die Waffe ab. Und die Verwandlung ist gegenüber der normalen Version deutlich anders. Wir ziehen erstmal hier hinten das auseinander, klappen hier hinten dieses graue Teil herein, können es wieder schließen erst einmal. Dann nehmen wir das Dach, klappen das hoch. Dadurch entriegeln wir quasi die Transformation. Hier oben sehen wir schon den Kopf von Optimus Prime drin und hier die Füße. Das heißt, diese Sektion hier oben, dieses Dach, wird nicht wie bei der regulären Voyager-Figur quasi die Schultern, sondern es wird hier wirklich der Fuß. Also es ist ganz anders. So, ansonsten, ziemlich simpel, klappen wir hier vorne diese Teile zur Seite. So, das gleiche hier. Anschließend lösen wir hier die Motorhaube in zwei Hälften. Klappen das Ganze so einmal nach oben. Quasi. Sieht schon mal ziemlich komisch aus, aber ja, so ist richtig. Anschließend drehen wir die Beine nach unten. Drehen dieses Teil nach oben.
winkeln jetzt hier die Beine richtig an, dass wir es nach unten klappen. Drücken es fest dran, dann rasten hier quasi diese Schienenbeinschützer und so weiter vorne ein. Dann drehen wir hier einmal dieses ganze Teil einmal herum. So, das sind hier die Beine. Die werden dann einmal um 180 Grad gedreht. Oder wie gesagt, ja, 180 Grad. So, dann wird einmal hier dieses ganze Gedöns an Beinen entriegelt. Die Beine sind einmal hier mit diesen zwei Pins ineinander befestigt und einmal hier unten mit den zwei. Deswegen vorsichtig sein, sonst brecht die Figur kaputt. Anschließend dreht er hier nach unten. Dreht hier. Das hier ist nicht der Brustkorb, nicht irritieren lassen, sondern ihr dreht das Ganze hoch. Dann habt ihr hier quasi die Scheiben noch einmal. Dann dreht ihr hier dieses ganze Panel einmal herum. Das gleiche hier einmal herumdrehen. Anschließend dreht ihr den Kopf nach oben. Jetzt wird es lustig. Ihr nehmt diese Auspuffrohre, löst sie hier vorne ab. Hier unten sind sie fest, sondern hier oben. Ziehen sie hier raus und drehen sie um ein Panel weiter nach vorne, dass sie schräg angewinkelt sind. Das gleiche hier. So. Drehen das Ganze jetzt einmal nach hinten. Bringen hier diese vier kleinen roten Packs zusammen, dass wir quasi die Rückseite haben. Drehen das Ganze jetzt so nach hinten. Drehen jetzt diese Seitenteile nach oben und klappen das Ganze so zusammen. Ja, und schon ist quasi Optimus Primes Rücken fertig. Ziemlich geil auf jeden Fall, gefällt mir. Besser jedenfalls als bei der Voyager-Variante. Anschließend kommen die Hände dran. Bevor wir da das machen, rasten wir einmal hier. Unten ist so ein kleiner Pin. Und hier vorne ist so ein kleiner Slot. Schieben wir erstmal das Ganze ineinander, bis es einrastet. Das gleiche hier noch einmal. Ineinander einrasten. Anschließend drehen wir hier das Ganze so nach unten. Das gleiche hier noch einmal. So. Jetzt lösen wir hier die Motorhaube quasi vom Frontgrill ab. So. Drehen ihn nach unten. Und jetzt sliden wir das Ganze so herum, um die Arme zu bilden. Das nach vorne. Und jetzt bitte aufpassen. Ihr seht selbst, hier vorne ist so eine kleine Vertiefung, die muss hier rüber. Das heißt, ihr schiebt dieses ganze Panel einmal herum und biegt die Hände gerade. Das gleicht ja auch nochmal auf der anderen Seite. Wie gesagt, ihr löst einmal die Motorhaube ab, dreht die nach unten. Schiebt das Ganze so nach unten, die Faust nach oben und schiebt das dann so herüber und drückt hier oben natürlich dann die Faust richtig fest, dass das Silberne sich hier richtig verbindet. So, und schon ist es eingerastet und schon haben wir Optimus Prime in der Deluxe-Version quasi fertig verwandelt. Die Figur ist auch ziemlich geil. Das Einzige, was mir in dieser Figur leider ein bisschen missfällt, sind die extrem langen Arme. Das heißt also, normalerweise müsste hier die Faust sitzen. Die sitzt aber hier unten. Das heißt extrem lang. Ansonsten ziemlich geil. Wir haben seine Waffe. Die Waffe können wir ihm ganz normal entweder so in die Hand geben, als Gewehr halt. Was so ziemlich bescheuert aussieht. Oder wir machen es so, dass wir, wenn der Arm sich nicht wieder lösen würde, dass wir ihm hier diese Waffe über die Hand drüber stülpen und dann quasi seinen Blaster haben, wie er quasi in der Serie aufgebaut ist. Das heißt, die Hand verwandelt sich zum Blaster. Finde ich ziemlich cool und macht auf jeden Fall was her. Ihr habt noch die Möglichkeit bei dieser Figur, jetzt hat sich alles auch wieder gelöst, so, die Schultern zu bewegen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, die Schultern nach innen zu winkeln. So, wenn ihr es wollt. Der Nachteil dabei ist, dass ihr, nicht die Schultern löst, sondern die Arme auch quasi feststellt. Das heißt, die Arme könnt ihr nicht mehr wirklich gut dann bewegen. Dann habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, die nach oben zu nicht nur nach oben zu klappen, sondern nach außen auch noch zu winkeln. Dann wirken sie so leicht hornartig. Ja, und ansonsten könnt ihr den Arm um
wie gesagt, die Schulter um 360 Grad drehen. Es hat hier noch ein seitliches Gelenk, der Arm. Hier unten die Hand ist auf einem Balljoint, lässt sich also dadurch auch sehr gut bewegen. Die Hüfte hat ein Gelenk, um die Hüfte ganz normal zu bewegen. Ist aber, wenn der Rücken fertig zusammengebaut wurde, nicht mehr wirklich so leicht zu bewegen, denn wenn ihr es auseinander macht, seht ihr selbst, löst ihr hier den Rücken auseinander. Und ansonsten könnt ihr hier ganz normal den Fuß anwinkeln. Und hier unten ist ja ein kleiner Balljoint drin, der aber irgendwie nur eine ja, mickrige Bewegung hat, also nicht wirklich toll. Ja, und der Kopf ist auch ziemlich cool gemacht. Eins, was mich an diesem Kopf leider ein bisschen aufregt, ist, er hat keine Lightpipe-Funktion. Das heißt, eigentlich schon, aber diese Lightpipe-Funktion kann nicht funktionieren. Denn auch wenn hier hinten diese Lightpipe-Feature da ist, sind die Augen hellblau bemalt. Das heißt, ihr habt keine Möglichkeiten, hier wirklich die Augen zum Leuchten zu bringen. Was allerdings sehr schön ist, ist das Gesicht an sich. Sehr schönes Sculpt. Das heißt, ihr habt hier keinen Mund oder so. Sehr schön umgesetzt, auch hier vorne mit diesen ganzen kleinen Lufteinschüben, wie auch immer. Und auch hier die Auspuffrohre sind verdammt gut angebracht. So, um euch jetzt mal einen Größenvergleich zu geben, wie stark sich die Figuren von der Größe unterscheiden, möchte ich jetzt einmal diesen Voyager Optimus Prime daneben stellen, um euch hier zu zeigen, was die Größe ausmacht. Ihr seht selbst, die Figur hier ist locker um 2 cm, ja sagen wir fast 3 cm kleiner, was ich sehr schade finde, denn die Figur ist eigentlich, bis auf diese kleinen Hände, tausendmal besser als die Voyager-Figur. Die Voyager-Figur sieht zwar sehr imposant aus, auch von Formen, aber mir gefällt die Figur hier alleine hier oben von den Schultern nicht wirklich und mit diesem dämlichen, durchsichtigen Plastik. Es ist nicht so schön. Was ihr machen könnt, ihr könnt natürlich hier noch die Waffe nehmen und könnt sie ihm in die Hand geben. Hier haben wir nur jetzt den Nachteil, ihr könnt sie nicht komplett rüberschieben. Das heißt, dieses schöne Morph-Feature, die Waffe würde perfekt passen, funktioniert aber nicht, weil die Faust kann es nicht in die Hand nehmen. Sehr, sehr schade. Hier könnt ihr es höchstens so machen, dass ihr die Waffen hier oben am Arm befestigt oder wie auch immer. Sieht natürlich dann ziemlich Panne aus. Ja, sehr schade. Die Waffe hätte man auch besser umdesignen können, um wie gesagt mit dem Voyager Optimus Prime zu verbinden. Denn ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber diese Waffe wäre schon ziemlich geil gewesen, hätte die an der Hand halten können. Das hätte die Voyager-Version auf jeden Fall deutlich aufgewertet. Allein deswegen hätte ich mir das Entertainment-Paket nochmal gekauft. Ja, wie gesagt, also ihr seht selbst einen deutlichen Unterschied von der Größe. Also es ist wirklich, wenn ihr es so mal seht, auch von der Seite. Was ich vorhin angesprochen habe, das heißt Backpack. Ihr seht selbst, diese Figur sieht viel geiler aus vom Backpack als diese Figur. Hier sind die Reifen innen drinne versteckt und dieses riesen klotzartige Gebilde hinten gefällt mir nicht. Hier hat man alles wirklich echt gut ineinander übergebaut und es sieht einfach geil aus, ganz ehrlich. Diese Auspuffrohre passen auch perfekt an diese Stelle. Wenn ich mir den hier angucke, nein, nicht so schön. Ihr seht, wie gesagt, sehr schön gemacht, diese Figur. Auch die Beine hier, finde ich, sind echt gut umgesetzt worden. Klar, mir gefallen die Füße hier unten von der Voyager-Figur besser als die von der First Edition-Figur. Trotzdem sehr nice. Naja, du fällst um, dann räumen wir dich mal zur Seite. Und ansonsten sind die Figuren nebeneinander auch von der Größe ja ganz passabel. Das macht einen kleinen Größenunterschied vielleicht vom 5 mm aus, wenn überhaupt. Und ansonsten, wie gesagt, ein super Set. Ich habe jetzt 50 Euro für das Set bezahlt, plus Porto. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ich bin stolz darauf, dass ich es habe. Durch die Charaktere, wenn ich jetzt sehe, ich habe jetzt Agent Fowler und Co. natürlich auch. Allein durch das Entertainment-Paket von Bumblebee und Starscream aus der First Edition, muss ich sagen, geiles Set. Hätte ich lieber gerne auch diese Features mit diesen Figuren bei den anderen Transformers-Figuren gesehen. Leider nicht mit dazu gepackt. Zum Beispiel bei jeder Drohne oder sowas von Decepticons einen Agenten von dem Bösen quasi. Wäre schon geil gewesen. Schade. Ansonsten das Set 1A. Die Verwandlungen sind ein
bisschen schwieriger als bei der Voyager-Version. Gefällt mir auch sehr gut. Die Größe skaliert natürlich nicht ganz so schön. Allerdings muss ich sagen, macht die Figur, oder besser beide Figuren, einiges weg. Die Details sind atemberaubend. Die Figuren haben sehr viele Details, die mir bei den anderen größeren Figuren echt fehlen. Dafür liebe ich die First Edition Figuren. Und auch die Details von Farben her perfekt. Und auch die Waffen sind sehr originell gemacht und ja, sehr schlicht. Das heißt, wir haben nicht mehr hier dieses billige, hier klappt eine Klinge aus oder wie auch immer, indem ich an und drauf drücke. Das fehlt hier einfach komplett und es macht natürlich auch dementsprechend sehr viel mehr her für die Figur. Und hier würde ich sagen, bis auf ja, kleine Größenunterschiede gebe ich dieser Figur wirklich volle 10 Punkte in beiden Modi, egal ob Fahrzeug oder Roboter. Bin sehr stolz drauf. Wenn ihr sie bekommt, holt sie euch. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Rexfor.